Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Show. Und wie in jeder Show habe ich natürlich auch wieder in dieser Show hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Und diesmal geht es um Thunderbird 15, nachdem Mozilla ja quasi gesagt hat, okay, wir wollen nicht so richtig mehr mit Thunderbird zusammenarbeiten beziehungsweise an Thunderbird arbeiten, gibt es jetzt doch ein großes Release, Thunderbird 15, und das könnte eventuell euer potenzielles Chatverhalten so ein bisschen etwas oder Kommunikationsverhalten im Allgemeinen ein bisschen was in Richtung Chat lenken anstatt ja E-Mail. Und dann habe ich was Hochinteressantes, nämlich ich habe ein altes MacBook und will das ein bisschen was upgraden, habe ich mir gedacht, was könnte denn da besser sein, als da normales Neptun Linux drauf zu installieren. Und das werde ich jetzt machen, werde euch zeigen, was so die Tricks und Kniffe sind, die man beachten muss, wo man was einstellen muss, damit es so läuft, damit es also richtig rund läuft im Grunde genommen. Und das möchte ich euch zeigen, das geht relativ schnell und einfach, zumindest im Video, weil die Installation dauert ja schon ein bisschen was länger. Aber in gut rund 15 Minuten oder sowas sollte schon so eine Installation auf so einem MacBook dann doch schon geschehen sein. Ansonsten noch ein kleines Basteltipp-Schin quasi im Grunde genommen. Also ein kleiner Basteltipp, wie man es schaffen kann, solche Podcasts, wie ich sie hier aufnehme, jetzt in zwei Kameramodes im Grunde genommen, wie ich es schaffe, im Grunde genommen mein Smartphone, was ja auch eine sehr, sehr gute Auflösung hat und auch sehr, sehr gute Bilder quasi produzieren kann mit eben auch in bewegt, Bilder in Bewegtform, also Videos, wie ich es schaffe, mir so eine Art Tripod zu bauen dafür, also eine Art Ständer zu bauen für so ein Smartphone, damit ich das vernünftig aufstellen kann und dann ein ruhiges Bild aufnehmen kann, ohne dass es so viel rumwackelt oder sowas. Da gibt es ja leider nicht die Möglichkeit, einen Tripod direkt anzuschrauben, weil es da das Gewinde einfach nicht gibt. Und ich möchte euch zeigen, wie man das ja alternativ einfach machen kann und anstellen kann. Und ja, das ist, glaube ich, dann die vollgepackte TechView Podcast Show. Und dann gibt es ein bisschen was noch, einen Bericht zur IFA 2012. Ich habe da so die spannendsten Sachen ausgegraben und möchte die euch ganz, ganz kurz zeigen. Und ja, dann war es das auch schon für diese TechView Podcast Show. Aber bevor wir aufhören überhaupt, fangen wir am besten erst einmal an. Ja, um auf dem MacBook ein Linux drauf zu installieren, um es abzugraden im Grunde genommen, bedarf es einiger kleiner Tricks, denn auf so einem MacBook läuft ja üblicherweise, wenn ihr es vielleicht noch nicht gewusst habt, erzähle ich es euch jetzt. Ansonsten wisst ihr es sicherlich auch, es läuft kein normales BIOS darauf, sondern es läuft ein EFI drauf. Kein UEFI, sondern ein normales EFI, sagen wir mal in dem Sinne. Und dieses EFI, das benötigt natürlich dann auch eine andere Möglichkeit, um irgendwie booten zu können, als so ein normaler PC, der eben immer noch so ein BIOS hat. Und um das Ganze bewerkstelligen zu können, benötigt es einer kleinen Software, die nennt sich Refit. Da steckt ja auch schon das Wort EFI drin, also Refit im Grunde genommen. Und das gibt es als Mac-Programm zum Runterladen. Einfach runterladen, ist ein Mac-Disk-Image. Ihr müsst also das macOS-System noch haben, sonst könnt ihr es nicht installieren. Runterladen, entpacken, installieren ist ganz einfach. Das legt an im Grunde genommen eine kleine EFI-Partition an auf eurem MacBook, die euch erlaubt, dann auch später ein installiertes Linux booten zu können. Das heißt, dieser Refit ist im Grunde genommen ein Bootloader, der eben bei Intel Macs dafür sorgt, dass eben ein anderes Betriebssystem, das installiert worden ist, gebootet werden kann. Also das ist relativ einfach, runterladen, installieren, dann ist die ganze Sache gegessen. Jetzt kommt noch ein Punkt, der ein bisschen was schwieriger sein könnte. Wie kriege ich überhaupt mein Linux gebootet? Kann ich da einfach ein normales Ubuntu nehmen? Kann ich da normal meine Linux-Distribution meines Vertrauens nehmen? Nicht immer, jein, sage ich dazu. Es gibt einige Linux-Distributionen, die Live-CDs oder Live-ISOs ausliefern, die auch über ein EFI-Verzeichnis verfügen, und mithilfe dieses EFI-Verzeichnis kann man dann ganz einfach das System booten, auch auf einem Mac, indem man die Alt-Taste gedrückt hält. Dann erscheint ein Menü, das EFI-Verzeichnis oder der EFI-Boot wird erkannt. Für externe Datenträger ist das ja mit eingebaut, auch ohne Refit. Und dann kann man tatsächlich von dem System booten. Bei 7OS Neptun oder bei Neptun in dem Fall oder bei 7OS selber ist das Ganze, wird das Ganze unterstützt ohne Probleme für die Full Edition.
Bei der Minimal Edition gibt es auch eine Unterstützung. Ich würde allerdings tatsächlich bei so einem MacBook, das ist ja noch nicht so alt, so die Full Edition eher empfehlen. Die Installation müsst ihr allerdings unter Windows oder Linux ausführen. Dafür bieten wir nur Installer. Es sei denn, ihr habt einen UNET Boot-In für einen Mac, dann könnt ihr das natürlich auch benutzen und dann das ISO einfach packen. Auf diesem ISO ist bereits ein kleines EFI-Verzeichnis und damit könnt ihr dann das Ganze dann auch startklar machen. Ich will nur mal kurz die anderen großen Distributionen erwähnen. Dazu gehört zum Beispiel Ubuntu. Die haben auch ein eigenes Wiki. Und ich gehe mal aufs englischsprachige Wiki. Es gibt natürlich auch ubuntuusers.de, das Wiki. Da kriegt ihr dann auch Informationen zum MacBook. Wenn ich hier MacBook eingebe, gibt es halt eben einen Artikel, der heißt MacBook und da könnt ihr das MacBook auswählen, was ihr habt. In meinem Fall ist das dieses mit dem weißen Plastik noch, das ist einer der, mit dem Intel Core Duo Prozessor ist das hier ein 2.1er und da seht ihr Installationsanweisung für Lucid und Maverick. Die sind also schon was älter, allerdings funktionieren die meisten Tipps, die hier gegeben werden, halt immer noch. Es sei denn, sind halt hier ein paar Tipps, die speziell eben auf diese Version zugeschnitten sind. Allgemeine Informationen kriegt man natürlich auch beim Wiki von ubuntuusers.de und ich finde, um es ganz ehrlich zu sagen, zumindest für den deutschsprachigen Raum, ein U zu viel, ich wundere mich schon, warum ich auf eine andere Webseite komme, im deutschsprachigen Raum zumindest halte ich das Ubuntu Users Wiki für deutlich überlegen dem Wiki von Canonical. Hier haben wir dann Apple Computer Einrichtung. Und da wird dann die Einrichtung, das wollen wir nicht, die Installation brauchen wir zuerst, also Apple Computer anklicken. Und da kriegt ihr dann auch die Informationen mit dem Intel Mac mit Refit und einmal ohne Refit. Die Partitionierung wird hier auch nochmal erklärt, weil es ein bisschen was tricky, ein bisschen was nicht so ganz so einfach. Es wird sogar erklärt, wie man es auf einem PowerPC-Mac installieren kann, falls ihr also noch einen alten G4 habt. Da macht es ja vor allen Dingen sehr viel Sinn, weil da gibt es ja keine neuen Mac OS 10 Versionen mehr für. Da könnt ihr natürlich dann auch einfach einen Linux für einen PowerPC nehmen. Ubuntu hat, glaube ich, keine offizielle Version. Hier wird eine vorgestellt, also es gibt doch eine, aber es ist nicht ganz offiziell. Das heißt, da könnte es zu Problemen kommen und ihr könnt dann eventuell noch einen alten G4, einen alten G5 oder sowas dann mit einer neuen Linux-Distribution, mit neuer Software dann versorgen. Das klappt also auch wunderbar. Hier wird also alles ganz gründlich beschrieben. Es wird auch nochmal gesagt, mit welchen Geräten getestet worden ist und ein paar Probleme, bekannte Probleme bei älteren oder neueren Geräten darauf wird dann hier auch nochmal eingegangen. Die Installation selber möchte ich euch jetzt nicht zeigen, die ist einfach genauso wie bei euren Lieblingsdistributionen gewohnt im Grunde genommen. Also bei Neptune ist es so, mit Gparted einfach den Mac-Teil auf der Partition, den habe ich kleiner gemacht. Wenn ihr das Mac OS nicht haben wollt, könnt ihr es ganz löschen. Ich habe es etwas kleiner gemacht und habe dann einfach das ganze, also neue Partitionen angelegt und das ganze System dann auf diese Partition installiert. Das geht ohne Probleme. Ich musste nur, und das müsst ihr eventuell auch beachten, das steht hier zwar auch alles in dem Wiki drin, ich würde es nur vorschlagen, das so zu machen, den Bootloader nicht in den MBR schreiben zu lassen, weil den gibt es halt eben nicht. Also streng genommen schon irgendwie simuliert, aber lieber auf die Root-Partition selber draufschreiben oder auf eine extra Boot-Partition, falls ihr das habt, dort den Bootloader-Group zum Beispiel draufschreiben und dann funktioniert auch die Installation auf dem MacBook. Gut, die Einrichtung, da war ich ja schon ein bisschen was voreilig, gerade eben habe euch schon mal die Einrichtung gezeigt, die wird da auch erklärt im ubuntuusers.de Wiki. Das ist fast 1:1 dasselbe, was ich euch auch erzählen werde und auch zeigen werde, wie man das Ganze einrichtet, aber dazu wechseln wir jetzt erst einmal auf den Mac, beziehungsweise ich zeige euch, wie ihr vom USB-Stick einfach booten könnt, damit ihr halt startklar seid, eventuell auch noch verschiedene Distributionen ausprobieren könnt, wie tauglich und wie kompatibel die zu eurer Hardware sind. Ja, damit wir den Mac beim Booten auch vom USB-Stick starten lassen können, müssen wir die Alt-Taste gedrückt halten. Dann werdet ihr sehen, kommt so ein Menü, wo ich dann die Auswahl bekomme, entweder von der Festplatte zu booten oder vom USB-Stick, der jetzt ein EFI-Boot
Verzeichnis im Grunde genommen hat, ein EFI-Verzeichnis, wo eine Group-Version, eine spezielle drauf ist, die halt eben hier erkannt wird. Ich klicke hier mal Enter, dann kommt das ganz normale Group-Menü und ich kann dann jetzt hier einfach mal sagen, okay, möchte die Version starten, in dem Fall starte ich zum Beispiel die 64-Bit-Version und so kann ich eben das Live-System Neptune vom MacBook starten. Das dauert ein bisschen was lange, je nachdem wie euer USB-Stick gerade drauf ist, aber dann sollte das Ganze dann auch vernünftig als Live-System laufen und ihr könnt es dann sogar auch installieren. So, einen frisch installierten Neptune-System auf dem MacBook. Und ich möchte euch zeigen, was ihr alles einrichten müsst, damit ihr ein bisschen was einfacher mit dem Mac-System arbeiten könnt. Das erste, was wir in Angriff nehmen wollen, ist ja das Touchpad. Das kommt ja standardmäßig nur mit einer Taste daher und einem relativ großen Touchpad. Das wollen wir ein bisschen einstellen, damit wir auch weitere Tasten nutzen können. Dazu gehen wir hier in die Menüs und wählen unter Eingabegeräte unser Touchpad aus. Und können jetzt hier sehen, zunächst einmal, dass wir nur eine linke Taste haben als Hardware-Taste. Ist ein bisschen blöd, deshalb gehen wir hier bei Tippen. Und hier können wir einstellen, tippen mit einem Finger, mit zwei oder mit drei Fingern, was für Tasten da simuliert werden sollen. Und ich habe es jetzt mal so eingestellt, wenn ich mit einem Finger tippe, soll die linke Maustaste simuliert werden. Wenn ich mit zwei tippe, die rechte. Und wenn ich mit drei Fingern tippe, eben die mittlere Maustaste. Ich kann, wenn ich will, auch noch die Ecken einstellen und auch das Scrollverhalten. Vertikales Scrollen mit zwei Fingern ist bei mir schon standardmäßig aktiviert gewesen. Falls das bei euch nicht funktioniert, dann müsst ihr das hier einstellen. Ihr könnt auch horizontales Scrollen mit zwei Fingern einstellen oder horizontales Scrollen am unteren Rand des Touchpads, falls ihr das wollt. Und natürlich die Geschwindigkeit auch einstellen. Nächste, was wir machen wollen, ist die Tastatur ein bisschen was einstellen. Standardmäßig ist das generische Tastatur-Layout hier eingestellt. Das ist ein bisschen blöd, da müssen wir rumswitchen. Wir können natürlich, falls wir eine externe Tastatur haben, hier auch was ändern. Aber es gibt hier eine ganze Menge Apple-Tastaturen, wie ihr hier sehen könnt. Und wir haben ein MacBook, eine internationale Tastatur und wählen das halt aus. Und klicken dann auf Anwenden. Und dann können wir unten mal testen, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das denken. Groß- und Kleinschreibung, Sonderzeichen, das funktioniert alles. Wir können dann natürlich auch noch das Layout ändern, falls wir das wollen, indem wir bei Belegung reingehen und dann hier eine Belegung einrichten. Hier ist jetzt Deutsch schon mal eingestellt. Ich kann aber auch eine beliebige Sprache hier auswählen. Ich kann es aber auch beschränken auf... Na, was haben wir, was sprechen wir für eine Sprache? Natürlich Deutsch. Und eine Variante, und zwar die Macintosh-Variante, ohne Akzenttasten in dem Fall. Oder halt mit. Ich will mal ohne. Und die Beschriftung, die soll nicht DE sein, weil die haben wir schon. Die nennen wir mal Mac einfach nur. Drücken OK und haben jetzt hier eine, müssen wir nochmal anwenden, dann haben wir hier unten rechts eben die Möglichkeit, mit einem Klick zwischen Deutsch und eben Mac umzuschalten. Und das Mac-Layout sieht dann ein bisschen anders aus. Aber im Grunde genommen sollte das alles funktionieren, wie gewünscht. Wir können natürlich dann auch, bei meiner Mac-Tastatur ist es so, ich bin jetzt mir nicht sicher, weil ich das Mac-System lange nicht mehr benutzt habe, das OS X, wie man beispielsweise die Add-Taste erreicht. Das ist meines Wissens nach, musste man da die linke Apfeltaste drücken und dann das Add-Symbol. Falls ihr das einrichten wollt, das ist standardmäßig noch nicht drin, müsst ihr auf Erweitert gehen und dann Tastatureinstellungen ändern. Oder ihr geht auf Belegung und wählt dann hier Kurzbefehle zum Belegungswechsel. Und der Kurzbefehl für die dritte Ebene, das ist nämlich die dritte Ebene, so ein Add-Zeichen, so ein Euro-Zeichen, ist die dritte Ebene. Hier draufklicken und dann kriegt ihr eben die Möglichkeit, das auszuwählen. Überall, wo hier Windows steht, als Windows-Taste, das müsst ihr übertragen auf die Apfel- bzw. Command-Taste bei euch in eurem Mac. Und ich sage dann einfach mal, ich kann natürlich auch hier eine beliebige Alt-Taste für sowas verwenden, falls ich das möchte. Ich sage einfach mal linke Windows-Taste, sage Anwenden und kann dann jetzt so ein Add-Zeichen ganz einfach machen, indem ich die linke Windows-Taste drücke und dann das L in dem Fall drücke, um dann eben, also linke, die Apfeltaste drücke, die linke, und dann das L eben drücke für das Add-Zeichen. Und Euro-Zeichen ist ja glücklicherweise an der gleichen Stelle.
Falls ihr es so gewohnt seid, mit einer normalen PC-Tastatur zu arbeiten, stellt ihr das einfach wieder zurück hier auf die E und dann könnt ihr jetzt einfach mit der linken Apfeltaste und Q einfach, also theoretisch müsste es klappen, und Q dann einfach ein Ad-Zeichen machen. Das klappt jetzt hier nicht. Das ist natürlich blöd. Wechseln wir nochmal. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich hier das Tastaturmodell geändert habe. Schau nochmal. Ja, es liegt einfach daran, ich habe das Tastaturmodell auf Apple MacBook geändert. Dadurch ändert sich halt eben auch die Belegung für Add und also weitere Sonderzeichen, die es halt eben so gibt. Aber das meiste funktioniert ja alles. Falls ihr das ändern wollt, also Standard-Tastatur haben möchtet, muss ihr natürlich auch hier die Tastatur, das Tastaturmodell wieder ändern auf Standard. Sag mal Standard generische Tastatur mit 101 Tasten. Ich glaube, das funktioniert auch. Und dann könnt ihr eben hier das R-Zeichen machen, indem ihr linke Apfeltaste drückt und dann Q. Ich bin es gewohnt, mit einer normalen PC-Tastatur zu arbeiten, deshalb ändere ich nochmal hier Belegung, also das brauche ich überhaupt nicht, das Mac-Gedönse. Sage speichern. So, speichern und sage hier beim dritten Gedönse, sage ich nicht linke Windows-Taste, sondern rechte Windows-Taste, weil ich auf meinem MacBook eben auf der rechten Seite nur eine Windows- bzw. Apfel-Taste habe und eine Enter-Taste und mir eine Alt-GR-Taste beispielsweise fehlt, aber ich mir ähnlich arbeiten möchte wie am anderen Notebook mit einer Alt-GR, und ich einfach gewohnt bin, Alt-GR ist rechts, kann ich einfach hier blind das benutzen und dann Backslash machen und Add-Zeichen machen, Euro-Zeichen machen, indem ich einfach die rechte Apfeltaste drücke, und bei der linken Apfeltaste passiert halt gar nichts, wenn ich da irgendwas drücke. Außer, dass halt Windows-Taste, das als Windows-Taste simuliert wird im Grunde genommen. Ja, das ist das Einrichten der Tastatur. Es gibt noch ein nettes kleines Tool, das euch das Einrichten der verschiedenen weiteren Kürzel ein bisschen erleichtert. Also hier Helligkeit hoch und runter schrauben beispielsweise, oder auch, was jetzt nicht funktioniert, funktioniert Ton hoch und runter, das funktioniert standardmäßig. Wenn ihr das einstellen wollt und anstatt dass ihr halt eben, wenn ihr auf F1 und F2 drückt, eben diese komischen Sonderfunktionen ausgeführt werden, sondern dann soll halt irgendwie F1 oder sowas ausgeführt werden, müsst ihr ein Programm installieren, das nennt sich Prompt. Öffnen wir dazu mal ein Terminal. Ich habe jetzt hier Neptune, da kann man einfach mit apt-get-install das nachinstallieren. Prompt ist ein Tool, was euch erlaubt, eben verschiedene Einstellungsmöglichkeiten an einem MacBook zu ändern. Und es erlaubt euch dann eben auch einzustellen, ob ihr die FN-Sachen abschaltet. Prompt, MacBook, FN-Taste. Und dann kommt man wieder auf das Wizard, wie man hier verschiedene Sachen ändern kann. Und dann muss man eine Datei bearbeiten, die nennt sich prompt.conf, und da kann man dann beispielsweise einstellen, wo haben wir es, Synaptic, da kann man auf jeden Fall einstellen, dass es eben, dass man die FN-Taste nicht drücken muss, hier steht es ja auch, um die normalen Funktionstasten zu kommen, muss man FN drücken. Will man dieses Verhalten ändern, so dass die FN-Tasten dann aktiv sind, wenn man diese drückt, muss man die Datei etc.prompt.conf in einem Editor mit Root rechnen, öffnen und die entsprechend anpassen. Dort können auch weitere Einstellungen vorgenommen werden und so weiter und so fort. Und wie das Ganze geht, das wollen wir jetzt mal machen. Ich habe ja Prompt schon runtergeladen, es hat sich auch automatisch gestartet, das ist ein Systemdienst. Dann gehen wir mal in die etc.prompt.conf rein, und dann kann man uns, es gibt ja wunderbar auch hier eine Beschreibung, ganz oben hier direkt unter General FN Mode Functions, Key First, no need to use FN or last, und this value is either 1 or 2, und in this case, also hier seht ihr schon, dass es 1 bedeutet, dass eben, wenn ich jetzt die F1-Taste oder F2-Taste drücke, dann führt er die Funktion aus. Wenn ich das nicht haben möchte, mache ich hier 2 rein,
und sage dann sudo service prompt restart. Und startet er neu, wenn ich jetzt F1 drücke oder F2 drücke, passiert nichts. Hat es jetzt geändert, wenn ich jetzt Alt und F2 drücke, kommt halt eben mein Runner-System hoch. Und das ist halt so, wie ich es gerne haben möchte. Ihr könnt es so konfigurieren, wie ihr es haben wollt. Gibt hier noch ein paar Tipps, wie ihr seht, was man noch alles einstellen kann. Für Tastatur und für Maus gibt es noch spezielle Sachen, die sehr nützlich sind, falls ihr kein KDE oder GNOME-System habt, wo das sehr gut grafisch gelöst ist, sondern falls ihr da tatsächlich in der Konfigurationsdatei mit einem Fenstermanager oder sowas rumherum hantiert, dann müsst ihr in der Konfigurationsdatei halt ein bisschen was einstellen. Das wird hier euch alles gezeigt und gesagt. Und es gibt auch hier speziell für iSight AirPort und AirPort Extreme auf dem PPC noch ein paar Hinweise und Soundsachen gibt es auch noch ein paar Hinweise, falls ihr da einige Schwierigkeiten haben solltet. So, das soweit zur Einrichtung des MacBooks. Es gibt natürlich eine ganze Menge an weiteren Dokumentationen, die ihr euch anschauen könnt. Und natürlich auch für verschiedene Systeme müsst ihr natürlich verschieden viel konfigurieren. Ich habe es jetzt hier auf einem Debian also Neptun System gemacht. Ihr könnt das natürlich auf einem Ubuntu System genauso einfach machen. Ihr seht, ich habe die ganze Zeit die Ubuntu Anleitungen auch dazu benutzt. Und ihr könnt natürlich auch das Ganze auch auf einem SUSE oder einem Fedora System ähnlich einfach gestalten. Auf ja etwas komplexeren Systemen wie Arch Linux oder Gentoo oder Sabayon, da könnte es sein, dass ihr ein bisschen was mehr einstellen und frickeln müsst, damit das Ganze läuft, aber das sind ja die Leute, die das sowieso benutzen, eher dann auch gewohnt. So, das war's für die kleine Einrichtung hier des MacBooks und ich denke, dann machen wir jetzt weiter mit der Show. Thunderbird 15 ist vor kurzem erschienen und anders als man es erwartet hat, hat Mozilla da noch eine ganze Menge an neuen Funktionen mit eingebaut und deshalb habe ich mir diesen Thunderbird heruntergeladen und möchte ihn euch kurz vorstellen. Starten wir das ganze Programm. Das geht relativ flott. Dann kriegen wir zunächst einmal den Assistenten, der uns erlaubt, eben ein E-Mail-Konto einzurichten. Ich sage einfach mal, ich möchte das später machen. Ich kann dann hier neue Konten einstellen. Und dann öffnet sich wieder dieser Assistent. Ich möchte euch zeigen, was es für neue Funktionen gibt. Es gibt nämlich hier diese Chat-Funktion, einen Chat-Knopf. Wenn ich da drauf klicke, muss ich natürlich erst einmal einen Account anlegen für eines dieser Chat-Programme. Und hier wird angeboten Facebook, Chat, Google Talk, IRC sogar. Das heißt, ihr braucht kein eigentliches IRC-Programm mehr, sondern könnt das auch alles über Thunderbird erledigen. Twitter und XMPP. Wir wollen uns mal den IRC ein bisschen näher anschauen und melden uns da einfach mal an auf Freenode. Das ist schon mal gut. Chat Freenode.net oder IRC Freenode.net. Hier kann man jetzt ein Passwort eingeben. Wir lassen das mal frei, können den Anzeigenamen einstellen, können noch ein paar IRC-Einstellungen durchführen, spezielle Einstellungen, da seht ihr den Port könnt ihr einstellen und Nachricht beim Verlassen des Servers oder eines Raumes einstellen und klicken dann noch weiter, dann sind wir jetzt fertig, können jetzt sagen verbinden und dann sind wir quasi schon auf diesem IRC. Ihr seht, die Oberfläche sieht auch relativ gut aus. Wir haben links Gesprächsfenster, rechts haben wir die aktuellen Gespräche. Joinen wir mal in den 7OS Channel. Hoffentlich ist denn da mal einer. Genau, da ist zumindest einer. Und dann können wir hier mal was reinschreiben. Dann seht ihr, es sieht so aus. So sieht das Chatfensterchen aus. Links halt eben die Gesprächsteilnehmer, die Gesprächsfensterchen, die Channels und rechts dann die Teilnehmer einzeln nochmal und die Gespräche werden auch aufgezeichnet, so kann ich sagen, was ich heute zum Beispiel geschrieben habe, 19:36, vor gerade eben ein paar Sekunden und zurück zum laufenden Gespräch, dann kann ich dann weitere Sachen updaten. Das funktioniert wunderbar, ich kann mal Konten anzeigen, dann seht ihr, kann ich die Verbindung auch trennen, falls ich es möchte oder neues Konto wieder anlegen. Und da gibt es halt auch dieses XMPP-Konto, also Jabber-Konto, alles, was mit Jabber irgendwie funktioniert. Ich glaube, web.de und gmx.de bieten da sogar auch eigene Konten an. Könnt ihr dann hier einrichten und dann sogar mit chatten. Twitter ist auch interessant. Da müsste man Benutzernamen eingehen natürlich und dann über O auf autorisieren. Dann könnt ihr da auch mit
Twitter-Nachrichten um euch werfen. Das ist also auch eine sehr nette Funktion, die neu hinzugekommen ist in Thunderbird 15. Weg von diesen ganzen Chat-Sachen gibt es auch eine Integration in Online-Dienste zum Austausch von Daten. Deshalb schließe ich mal hier das Fensterchen und gehe mal in die Einstellungen. Na, die befinden sich unter Bearbeiten, Einstellungen. Dort gibt es nämlich die Möglichkeit, unter Anhänge für den Versand, das ist jetzt ein bisschen abgeschnitten, so, für den Versand von Dateien, die größer als ein bestimmter Prozentsatz sind, einen File-Link, einen Speicherdienst zu benutzen. Wenn ich hier auf Hinzufügen klicke, kann ich einen Online-Speicherdienst auswählen und da ist neu hinzugekommen neben YouSendIt auch noch Ubuntu One. Das heißt, ich kann jetzt eben im Grunde genommen für Dateien, die größer als so und so viel Megabyte sind, einfach einen Link schicken. Das heißt, anstatt diese Datei in die E-Mail reinzupacken, was natürlich blöd ist, weil das bläst die E-Mail vollkommen irgendwie auf und eventuell dauert es natürlich länger beim Senden, je nachdem wie groß die Datei ist. Falls ihr einen Freemail-Anbieter habt, dann ist auch eine Dateigrößenbeschränkung drin. Also wenn ihr da irgendwas über 50 Megabyte schicken wollt, dann benutzt keine E-Mails, sondern ladet das irgendwo hoch und dann tut den Link rein normalerweise. Und das kann jetzt Thunderbird auch automatisch mit eben diesen zwei Diensten Ubuntu One und YouSendIt, kann es dann automatisch die Datei hochladen und den Link dann anstatt den Datei als Anhang zu posten, dann den Link dort hinein posten, wo man die Datei herbekommen kann. Sehr, sehr nett gemacht. Das kann man auch für den Empfang, lässt sich da auch einiges einstellen, was Dateitypen und so weiter angeht. Chat-Optionen kann ich euch auch nochmal zeigen, um nochmal den Bogen wieder zu schließen und zu Chats zu kommen. Seht ihr, ihr könnt Chatkonten automatisch beim Start verbinden und eine Statusnachricht, wenn ihr nicht gerade am Computer seid, einstellen. Ansonsten ist da nicht eine ganze Menge mehr zum Einstellen, sondern das ist im Grunde genommen alles. Aber das sind so ja schöne, feine, nette Einstellungsmöglichkeiten, die Thunderbird bietet, die so ein bisschen, es gab ja mal vorher immer, glaube ich, so ein Plugin für IRC-Chat zum Beispiel, für den Firefox, soweit ich weiß, aber auch für das Mozilla-Programm. Das war recht fein, recht nett. Jetzt hat man das eben in Thunderbird mit integriert. Macht Sinn, weil halt eben Thunderbird so zur Nachrichtenzentrale wird für Online-Medien. Twitter-Support ist mit auch eingebaut, da würde ich mir vorstellen, oder könnte ich mir vorstellen, oder würde ich mir wünschen, dass man da eventuell noch Status.net, also Identica mit einbindet und eventuell dann neben Facebook, was ja auch hier als Chat zumindest angeboten wird, eventuell mehr auch so in Richtung soziale Medien gehen, vielleicht so einen zentralen Anlaufpunkt für eben ein Programm zu bieten, was dann auch mit sozialen Medien zurechtkommt. Das wäre so das, was ich mir von der Community wünschen würde, falls die eben auf mich hören würde. Dass man zum Beispiel Google+, Facebook und sowas auch direkt einbaut, sodass man dann nicht mehr Website unbedingt aufrufen muss, sondern so einen ja etwas nativeren Client auf dem System hat und das dann halt eben, weil Thunderbird auf allen großen möglichen Plattformen irgendwie lauffähig ist, hat man halt eben die Funktion direkt in dem Mail-Client mit eingebaut. Das macht zumindest aus meiner Sicht eine ganze Menge Sinn, wobei natürlich das auch immer eine Spielerei ist. Das ist immer die Frage, will man nur Mail machen? Dann ist vielleicht jetzt schon die Chat-Funktion ein bisschen was übertrieben. Aber ich halte das dann doch schon für sinnvoll. Gleiche gilt für Adressbuch, das ist auch mit drin natürlich hier. Und was ich mir wünschen würde, wäre auch endlich ein vernünftiges Kalender-Plugin, das dann integriert ist in Thunderbird und das man nicht irgendwie nachinstallieren muss. Und dann ist das halt eine Version, da muss man mal schauen, ist das jetzt eine Version, die ganz aktuell ist oder ist das noch eine ältere Version und so weiter und so fort. Das wäre also auf jeden Fall hochinteressant und hochnützlich, wenn das auch noch kommen würde. Ja, das ist im Grunde genommen alles. Es gibt natürlich die Add-ons-Verwaltung, die euch erlaubt, immer ähnlich wie beim Firefox halt noch weitere Add-ons hinzuzufügen. Hier kommt zum Beispiel dieses Lightning-Add-on mit dazu, dass halt einem, das gehört meiner Meinung nach einfach eingebaut, eine Kalenderfunktion bietet, die man dann auch zum Beispiel synchronisieren kann mit verschiedenen anderen Diensten. Und wenn man das Ganze dann installiert, muss man wie bei dem Mozilla Firefox einfach mal neu starten, jetzt neu starten, anklicken und dann startet auch Thunderbird neu. Es gibt also eine ganze Menge an weiteren Plugins auch, die man nutzen kann, die einem so ein bisschen das Leben erleichtern. Ihr seht, hier ist bereits schon
das Ganze geladen. Ich kann natürlich hier bei Terminen und Aufgaben neuen Termin erstellen, neue Aufgaben erstellen, das Ganze exportieren sogar, was recht nützlich ist, falls ich das exportiert haben möchte, oder halt auch importieren. Und da gibt es halt die verschiedenen iCalendar-Dateien oder die Outlook-Dateien, die man importieren kann. Und man kann das Ganze auch publizieren. Da muss man eine Webadresse angeben, eine URL zum Publizieren. Ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn das so ein bisschen noch weiter ausgebaut wird, dass man besser damit umgehen kann, dann wäre das schon eine nette Sache. So, Thunderbird 15, also ganz, ganz kurz vorgestellt in der aktuellen Version. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auch in der Version 16 vielleicht noch ein paar neue Features hinzukommen oder eventuell die alten Features, so wie das Chat-Feature, ein bisschen was erweitert wird. Ich könnte mir vorstellen, beim Anbieter oder beim Diensteanbieter, bei dem Repertoire von Diensteanbietern kann man noch ein bisschen was aufstocken, also neben YouSendIt und Ubuntu One eventuell noch Dropbox und ein paar andere Sachen hinzufügen. Das würde zumindest dann die Leute, die Thunderbird nutzen, sehr, sehr glücklich stimmen. Also insgesamt Thunderbird nicht tot, sondern, also wie befürchtet, sondern kommt mit einer neuen Version, mit neuen Features daher und ist recht flott, ist recht stabil, ist eine sehr, sehr gute Version. Ausprobieren, lohnt sich. Aktualisieren für die Leute, die Thunderbird sowieso schon haben, ist dringend Pflicht. So, das war's zu Thunderbird. Ja, lange ist es her, dass wir eine Bastelstunde im TechView Podcast hatten, aber diesmal habe ich wieder was Interessantes mitgebracht, nämlich hier sowas. Das kennt ihr sicherlich alle, eine ganz stinknormale Klopapierrolle. Und ich möchte euch zeigen, wie ihr damit und dem dazugehörigen Handy oder Smartphone einen Ständer bauen könnt für euer Smartphone, einen Kameraständer. Also könnt ihr einfach das Teil reinstecken, ihr könnt dann Videoaufnahmen machen, so wie ich jetzt hier eine Videoaufnahme mache. Und weil die Smartphones ja meistens keine Möglichkeit bieten, da irgendwie was dran zu schrauben per Tripod oder sowas, was es alles für herkömmliche Kameras gibt, muss man eben auf diese Erfindung kommen. Und ich habe es bereits gemacht. Was ihr braucht, ist halt eben diese Klopapierrolle. Ihr braucht ungefähr die Maße, damit ihr das ungefähr berechnen könnt. Ihr seht, ich habe vor, das quasi so reinzustecken, so ein bisschen, so dass ich hier immer noch freies Feld habe, wo die Linse ist. Das ist natürlich ultra wichtig, damit die Linse natürlich frei ist, aber sonst der Rest irgendwie steht. Dazu muss ich natürlich die Breite des Telefons ausmessen und muss dann natürlich diese Breite abmessen hier und dann hier markieren und dann schon mit einer Schere dann natürlich auch das Ganze ausschneiden. Das habe ich bereits mal gemacht, dann kriegt ihr solche Flügel. Diese Flügel habe ich jetzt dran gelassen aus dem Grund, weil wenn ich das jetzt hier drauf stecke, dann seht ihr, dass diese Flügel gleichzeitig auch als Stütze dienen für das Smartphone, wenn es halt eben etwas breiter ist. Und das kann halt sehr, sehr gut funktionieren. In dem Fall ist das sehr gut gemacht, weil eben die Linse etwas weiter links versetzt ist, sodass die dann halt nicht, weil ich etwas zu tief geschnitten habe. Das war aber nötig, damit das Smartphone doch Halt hat, damit das Ganze dann durchaus noch sichtbar ist für die Linse, ist halt die Linse ein bisschen weiter nach rechts. Deshalb habe ich ein bisschen weiter nach rechts gerückt. Das geht wunderbar. Man muss natürlich auch darauf achten, nicht zu tief das Ganze hineinfallen zu lassen, damit man es auch noch bedienen kann. Gerade bei neueren Smartphones gibt es ja nicht immer solche Tasten, die man drücken kann, um eine Videoaufnahme oder ein Foto zu machen. Das lässt sich hier dann wunderbar machen, indem man halt den Großteil des Bildschirms freilässt. Das geht natürlich nicht nur mit so einem Smartphone und deshalb habe ich auch kein Mikrofon jetzt oben, so wie sonst immer. Es geht auch mit diesem Smartphone hier, nämlich dem N900 beispielsweise. Das ist etwas dicker, wie ihr seht. Und da würde natürlich das jetzt nicht so richtig reinpassen. Da bräuchte ich auch eventuell, damit es vernünftig Halt hat. Das müsste eigentlich klappen. Es geht also gerade noch. Also diese Klopapierrolle hat gerade so einen Durchmesser, dass auch so ein dickes Smartphone da auch noch reinpasst. Und dann kann ich damit dann auch wunderbar Aufnahmen machen. Ansonsten, das ist im Grunde genommen alles schon für diesen kleinen Trick, falls ihr irgendwelche Tricks benutzt. Ich habe gesehen beispielsweise und würde das für sehr interessant halten, falls ihr den Trick, falls ihr es schon selber benutzt habt, mal beschreiben könntet. Es gibt ja Leute, die filmen so im Grunde genommen, so rum, filmen dann hier, was sie auf einem neuen Smartphone oder sowas auf dem Tisch halt eben machen.
Und dann müssen sie halt eben die Kamera so irgendwie so halten. Die halten sie ja nicht fest, sondern die wird irgendwie festgemacht, sodass sie selber noch das Objekt, was aufgenommen wird, sehen, aber gleichzeitig dann auch filmen, aufnehmen können, das Ganze, ohne dass es irgendwie rumwackelt und so weiter und so fort. Und ohne dass der Fokus verloren geht, wenn man es selbst in der Hand hält und ein bisschen wackelt und so weiter und so fort. Also das ist doch schon hochinteressant, habe ich gesehen. Da gibt es ein paar Konstruktionen mit Geodreiecks und so weiter und so fort. Also könnte durchaus noch interessant sein. Vielleicht beim nächsten Mal in der TechView Podcast Show, falls ich da Tipps und Anregungen kriege, werde ich euch das auch nochmal vorstellen. Dann eventuell hier mit diesem Nokia N900. So, das war's dafür. Machen wir mal weiter mit was anderem. Ubuntu GNOME Shell Remix oder Ubuntu GNOME Remix, so nennt sich diese Distribution, die ich jetzt hier laufen habe. Und das ist eine Alpha-Version, die jetzt gerade erst rausgekommen ist. Aber es ist die einzige Version, deshalb nutze ich die hier, die zumindest teilweise mir schon GNOME 3.6 in irgendeiner Form anbietet zum Testen. Ich habe es bei OpenSUSE versucht, nichts gefunden. Ich bin mir sicher, bei Fedora gibt es irgendwo eine Möglichkeit, wenn man Fedora 17 installiert und Rawhide dann freischaltet, dass man auch die Beta von GNOME 3.6 bekommt. Allerdings bin ich da zu faul für gewesen. Ich habe nach einer Fedora 18 Daily Build oder sowas gesucht. Die waren aber alle kaputt, beziehungsweise konnten nicht gebaut werden. Deshalb habe ich mir dann diese Version hier runtergeladen. Und es war eine Alpha-Version, kommt aber auch mit der Beta von GNOME 3.6 daher. Und so sieht das Ganze aus, also die Standardeinstellungen. Wir können uns mal umschauen, ein bisschen was. Gehen wir mal hier in die Systemeinstellungen. Es ist ein bisschen was langsam. Es liegt daran, dass hier der 3D-Kartentreiber nicht so richtig geladen wurde. Es ist halt eine Alpha-Version und ich so ein bisschen mit X-Render das Ganze ausprobieren musste, damit ich die richtige Auflösung hinbekommen habe. So sieht das Ganze aus. Ihr seht, hier wurde zumindest schon mal, das ist auch erfreulich, diese Hardware, was heißt diese Hardware, sondern diese Abgrenzung zwischen Hardware zum Beispiel und System und den weiteren Kategorien wurde ein bisschen verbessert, auch wenn jetzt hier ein paar Icons fehlen, die das noch ein bisschen was besser indizieren. Hier seht ihr, ist noch ein Symbol, dass da was fehlt. Wenn wir uns mal jetzt anschauen, was für eine Version wir hier laufen haben, werdet ihr sehen, ist eben noch eine Alpha-Version, da wurde nicht allzu viel geändert, steht immer noch Ubuntu 12.10 dran, also es basierte eben auf Ubuntu 12.10, ist aber jetzt dann hier doch schon GNOME 3.6, was dann läuft. Und in Sachen Einstellungsmöglichkeiten können wir uns mal umschauen. Online-Accounts, also die Online-Dienste, die sind erweitert worden wieder mal in GNOME 3.6. Da kann man jetzt also eine ganze Menge weiterer Dienste hinzufügen, unter anderem Kerberos Login, Windows Live und Microsoft Exchange, genauso glaube ich wie Facebook, wenn das nicht auch schon in der letzten Version drin war. Das also mit integriert, sehr schön finde ich, dass man so einen zentralen Anlaufpunkt hat für die Online-Dienste. In Sachen weiteren Einstellungen hat sich eigentlich wenig getan. Es gibt was Interessanteres bei Keyboard, glaube ich, ist es zu finden. Ja, die Möglichkeit, Shortcuts zu setzen. Dort gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man auch zum Beispiel Shortcuts für Sound und Media setzt. Also Volume hoch, runter und so weiter, also Lautstärke hoch und runter, für Screenshot, für die Navigation kann man Shortcuts setzen, da seht ihr, was man alles machen kann hier. Man kann Launcher erstellen für verschiedene Dinge, zum Beispiel hier ist standardmäßig eingestellt Ctrl-Alt-T für das Launchen des Terminals und die WWW-Taste für das Launchen des Webbrowsers. Es war auch die Möglichkeit jetzt hier neu hinzugekommen, dass man für Fenster die Shortcuts wechseln kann. Ich glaube, das ist neu hinzugekommen. Universal Access gibt es auch jetzt hier. Also es ist sehr schön, dass das hier alles konfiguriert werden kann an einem zentralen Ort, wie ich finde. Sehr schön gemacht. Gut. Einstellungsmöglichkeiten, da hat sich natürlich auch noch einiges getan in Sachen Sound. Dort werden wir sehen, dass das bisschen sich jetzt an Ubuntu orientiert, also wir sehen, es gibt hier noch den Hardware-Tab, der sollte eigentlich nicht mehr da sein. Sollte alles unter Output vereinigt sein, so habe ich das gehört, zumindest für GNOME 3.6. Wir sehen, es ist noch hier, das heißt, dieser Sound-Mixer ist noch eine alte Applikation,
die jetzt hier bei dieser Alpha dabei ist. Aber in Zukunft könnt ihr euch darauf freuen, dann wird dieses Hardware-Tab verschwinden. Ich habe sowieso nicht kapiert, warum es da ist, weil das Output-Tab ja im Grunde genommen ausreichend ist, um die Hardware zu konfigurieren. Ja, ansonsten gibt es halt die Ubuntu-typischen Tools auch mit an Bord. Aber, da gehen wir jetzt mal in die Programmwelt rein. Da gibt es natürlich auch einige Programme. Hier haben wir zum Beispiel den Webbrowser, der sich einfach Web nennt. Und das ist der ja, modifizierte Epiphany-Webbrowser von GNOME. Und so sieht er aus. Der öffnet sich also direkt im Vollbildmodus. Und ich habe es noch nicht bisher geschafft, den zu verkleinern. Das heißt, das ist eine Anwendung, die nur im Vollbildmodus läuft. Und ihr seht auch, dass der Rand jetzt verschwunden ist, wo man normalerweise Fenster schließen kann oder verschieben kann. Es ist nur oben rechts ein Konfigurationsbutton, der einem erlaubt, neue Tabs aufzumachen, irgendwas zu öffnen, Applikationen als Web-Applikation, Webseiten zu speichern oder Webseiten als Web-Applikation abzulegen. Bookmarks kann man hier finden. Und da sehen wir einige Bookmarks. Lass uns mal hier zum Beispiel die GNOME-Webseite aufrufen. Und dann sehen wir, der rendert recht schnell, also WebKit basierend. Und dann kann ich hier scrollen. Scrollrad funktioniert leider nicht, deshalb kann ich, muss ich das so machen. Also ein bisschen runter scrollen. Also er ist eigentlich relativ flott, der Browser. Aber er hat fast null Funktionen. Was noch interessant ist, was mich so ein bisschen verwirrt hat, ist, dass es jetzt auch hier so ein lokal-global Menü irgendwie gibt. Wenn ich da drauf klicke, kann ich auch noch New Window anklicken, kann dann auch nochmal zu Bookmarks gehen. Dann öffnet sich hier dieser Editor, der sich sonst ansonsten irgendwie nicht öffnen lässt. Und ne? Der öffnet sich im normalen Fenster. Und ja, okay, das ist jetzt für eine Beta-Version normal im Grunde genommen. Also ihr seht, die Applikation ist komplett anders als andere Applikationen. Na, ich will da jetzt auch nicht mehr. Egal, starte ich nicht mehr. Komplett jedenfalls anders als alle anderen Applikationen, die normalerweise im Fenster starten. Ich zeige euch mal auch den neuen, mitgelieferten Nautilus. Ich bin mir nicht sicher, es scheint noch die alte Version zu sein, ja. Die alte Version ist also nicht die neue Version der 3.6er Edition, sondern 3.4er. Immer noch, den ja Ubuntu extra für sein Unity dann haben möchte, weil er ja extra Features mitbringt. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das ändern wird, weil das ja auch mit sehr viel Paketierungsaufwand bei dem Ubuntu GNOME Remix dann einhergeht. Ob die da das vielleicht ändern werden, da bin ich mir ein bisschen was unsicher. Deshalb, also die Frage ist, wo wird die Reise hingehen von diesem Ubuntu GNOME Remix? Es sieht ja so schon mal gar nicht schlecht aus, aber auch die GNOME Shell, wie ich das hier sehe, ist noch in der 3.4er Version vorhanden. Das sehe ich hier dran, dass hier eben immer noch die Tabs oder das Wechseln zwischen Window und Applications oder Anwendungen und Fenster hier oben zu finden ist. Das soll ja bei der GNOME 3.6 Shell nicht mehr so sein. Das heißt, es ist hier noch ein wilder Mix, würde ich mal sagen, aus ein paar Tools, die schon von GNOME 3.6 stammen und eben der GNOME Shell, die immer noch Version 3.4 hat. Und da sehen wir ein paar Applikationen, die hier mitgeliefert werden. Also das ist ja schon mal recht ordentlich, würde ich mal sagen. Also die Applikationen, das reicht im Grunde genommen aus. Wir sehen Rhythmbox, wir sehen Epiphany, wir sehen Shotwell, wir sehen Cheese, Desktop Sharing ist drin, Disks ist drin, können wir auch mal aufrufen. Das ist ja auch ein hervorragendes Tool mittlerweile ist. Zum Partitionieren und zur Diagnose von Festplatten. Also das ganze System läuft auch, ja, sagen wir mal, doch für eine Alpha durchaus stabil. Also man kann damit schon ein bisschen was arbeiten, aber ich würde das nicht zum produktiven Nutzen empfehlen. So, und ich glaube, das war's. Mehr gibt's eigentlich nicht zu zeigen von diesem GNOME oder Ubuntu GNOME Remix. Es war also ein Versuch, so ein bisschen GNOME 3.6 in den ersten Anzügen zu zeigen und natürlich auch so ein bisschen das Ubuntu GNOME Remix. Interessant ist, dass schon mal standardmäßig hier der Power-Off-Knopf jetzt wieder drin ist. Das heißt, das wird sich auch bei der GNOME 3.6er finalen Version wahrscheinlich so zeigen, dass man hier jetzt also die Möglichkeit hat, direkt herunterzufahren und dass die Leute, die halt in Standby gehen, sowieso meistens den Laptop-Deckel zuklappen oder halt dann mit der Alt-Taste zu eben einem Standby-Betrieb wechseln müssen.
So, das war's für den Ubuntu GNOME Remix kleinen Vortrag und machen wir mal weiter mit ein paar News, glaube ich, von der IFA. Die IFA 2012 hat Ende August seine Pforten geöffnet für die Besucher und man kann sich da umsehen. Und wie auf jeder IFA möchte ich mal so ein bisschen jetzt ein wenig die Trends so aufzeigen, die es auf der diesjährigen IFA gab. Und da fangen wir am besten mal an mit Samsung-Geräten, beziehungsweise allgemein vielleicht eher als Repräsentant jetzt hier, vielleicht Samsung äußerst gut gewählt, weil sie ja gerade die Milliardenstrafe bekommen haben. Sie zeigen Google TV, also die Möglichkeit, das ist ja auch nichts Neues, haben wir vom letzten Jahr auch schon gesehen, eben TV-Geräte mit einem mobilen Betriebssystem auszustatten und dann eben Content von Sachen Internet, Twitter, Facebook und all diese ganzen Sachen eben auf den Fernseher zu zaubern. Das sieht man hier zum Beispiel, da läuft jetzt in Android eine spezielle Version und wenn man da mal ein bisschen zurückgeht, dann sieht man da auch den YouTube-Player. Also es gibt hier die Möglichkeit, eine YouTube-Suche anzuwerkeln. Und ihr seht hier richtig, ganz echt, tatsächlich einen Mauszeiger. Das heißt, das ganze Gerät kommt auch mit einer Tastatur daher. So sieht die Tastatur aus, die an der Seite einen Touchpad hat, dass man das ganze Gerät halt eben auch mit Touch bedienen kann und eine echte Tastatur halt eben, damit man beispielsweise in die Google-Suche was eintippen kann und dann halt eben was finden kann und was abspielen kann. Das ist halt eben ein Trend, den man auf der IFA sieht, dass immer mehr Geräte dann Richtung HBBTV gehen, also die Interaktion, die Verschmelzung von Internet und Fernsehen vorantreiben wollen und Online-Dienste eben auch auf den Fernseher mit integrieren wollen. Das will die Industrie irgendwie durchpushen. Ob sich das Ganze durchsetzen wird, müssen wir mal schauen. Also ich halte es schon mal nicht schlecht, sowas zu machen. Also das ist zumindest ein guter Versuch, um sowas wie Leihsysteme, Ausleihsysteme für Filme, für eventuell auch Musik, für Serien oder sowas auch in Deutschland zu etablieren. Wenn man das eben in die Fernseher mit einbaut, dass man halt eben zugreifen kann auf solche Online-Shops, die halt einem dann das Angebot bieten. Allerdings, wie gesagt, auch schon wie bei der letzten IFA, wo das ja auch alles vorgestellt worden ist, sind zwar jetzt neuere Modelle vorgestellt, bessere Modelle vorgestellt worden, aber es fehlt immer noch der Inhalteanbieter. Also neben dem Amazon Love Film Anbieter, der halt eben eine Möglichkeit bietet, verschiedene Filme sich anzuschauen, ist mir in Deutschland also wenig bekannt, was dann noch irgendwie, also gibt es ja von der Telekom dieses Angebot, aber ich weiß nicht, ob das mit Fernsehen überhaupt vernünftig läuft, ob das nicht ein bisschen zu sehr eingeschränkt ist. Also es gibt wenig Anbieter, sagen wir mal, hier in Deutschland im Vergleich zu den USA. Wenn ich jetzt mal mir aber auch in so einen aktuellen Haushalt reinschaue, dann habe ich ja meistens schon eine Spielekonsole da rumstehen, eine Xbox 360 oder eine PlayStation 3 zumindest. Die beiden besitzen ja auch sowas wie Medien-Streaming-Dienst und eine Anbindung ans Web, wo man sich ja Filme ausleihen kann, wo man sich sogar Serien ausleihen kann. Nur ist das hier in Deutschland halt ein sehr, sehr maues Angebot, was man da finden kann. Und das ist halt das, was so ein bisschen noch stört. Deshalb würde ich sagen, sehr nette Empfindung, die wird sich durchsetzen, aber in Deutschland glaube ich nicht so sehr stark, weil halt eben, oder wenn, sagen wir mal so, wenn es sich in Deutschland durchsetzt, dann halt nur aus dem Grund, weil die Geräte einfach nur noch angeboten werden und normale TV-Geräte vielleicht ohne diese HBBTV-Fähigkeiten, ohne die Fähigkeiten, das Internet mit einzubauen, wird es dann weniger geben. Deshalb wird sie sich vielleicht im Laufe der Zeit durchsetzen, aber der wirkliche Grund, also der Content dahinter, der fehlt einfach eben noch und deshalb denke ich, wird das nicht so was Großes. Nun, das war's zu diesem kleinen Fernseher, der kann natürlich noch eine ganze Menge mehr Videos, Fotos anschauen und so weiter und so fort und Online-Dienste und sowas alles, das, was man auf Android halt her kennt. Es gibt auch einen App-Store, wo man sich dann neue Applikationen runterladen kann und alles schön gut, aber gehen wir mal zum nächsten Gerät, auch wieder ein Samsung-Gerät, keine Ahnung warum, ich habe es einfach gefunden. Das sind jetzt die ersten Kameras, die jetzt auch mit einem mobilen Betriebssystem daherkommen, also von vorne sieht es noch aus wie eine normale Kamera, keine Kompaktkamera, eine etwas schon ordentlichere Kamera, aber wenn wir uns dann ein bisschen was weiter anschauen, dann sieht man eben, wenn der nette Herr das da umdreht,
da läuft eben, oder da ist erstmal ein riesen Touchscreen drauf, wie vom Handy, und da läuft halt eben ein Handy OS drauf, nämlich in dem Fall auch Android in der Version 4.1 auf diesem Gerät, wo man dann halt auch alle Applikationen nutzen kann. Es ist natürlich kein Telefon mit integriert, also kein GSM oder 3G-Chip oder sowas, sondern man kann halt Content über WLAN nachladen, wenn man das möchte, wenn man Applikationen nachladen möchte. Dazu gehört zum Beispiel halt ein MP3-Player oder irgendwie sowas, ein Podcast-Catcher oder irgendwie sowas. Das kann man sich alles nachladen, aber ansonsten ist es halt eine stinknormale Kamera, die natürlich dadurch, dass jetzt die Software hier updatebar ist und man im Grunde genommen für die Kamera selber, also für die Linse, mehrere Kamera-Apps eigentlich einsetzen kann, auch Apps, die vielleicht auch Bilder bearbeiten können, dann natürlich prädestiniert dafür ist, dass man auf dieser Kamera mehr als nur Fotos schießt, sondern diese Fotos eventuell dann noch bearbeitet oder dann direkt per Facebook oder Twitter oder was auch immer weiterverteilt im Internet. Und das ist so halt eines der Hauptgründe, weshalb solche Kameras dann jetzt hier gebaut werden. Da sieht man auch, werden viele Vielzahl von Apps unterstützt. Auch YouTube kann man sich da anschauen, reinziehen. Maps wird unterstützt, wobei Maps natürlich dann per WLAN irgendwie Triangulation ein bisschen blöd ist. E-Mails versenden kann man natürlich auch empfangen. Auch da kann man sogar vielleicht Fotos dann versenden. Webbrowsen kann man damit auch zur Not. Es ist natürlich... Dadurch, dass es ein sehr großes Display ist, hat man natürlich den Vorteil, dass die Bilder einem ein bisschen was realistischer dann vorkommen, wenn man die aufnehmen möchte. Scrollen wir mal ein bisschen vor, da wird das auch nochmal gezeigt, wie man so ein Bild aufnehmen möchte, dann sieht das halt so aus. Man kriegt die ganz normale Android UI oder vielleicht auch eine spezielle UI für die Kamera dann mitgeliefert und kann dann eben Fotos schießen, entweder über den Touchscreen selber oder halt über die Hardware-Tasten, die auch hier in dem Modell zumindest zur Verfügung stehen. Ich könnte mir vorstellen, weil Samsung nicht der einzige Anbieter ist von solchen Geräten, sondern dass es immer vermehrt mehr Leute gibt, mehr Hersteller gibt, die sowas anbieten, dass das entweder mit einem kleineren Display dann angeboten wird und mehr Hardware-Tasten oder halt nur Display ohne Hardware-Tasten auch in der kompakten Kameraform dann eventuell vorgestellt wird. Ein weiteres cooles Feature, glaube ich, für so eine Kamera ist natürlich auch Software-Updates. Die lassen sich natürlich über WLAN dann viel, viel einfacher einspielen. Einige Kameras verfügen natürlich dann auch über GPS, deshalb kann auch die Navigation per Google Maps durchgeführt werden, jedenfalls wenn man zu einem WLAN-Netzwerk verbunden ist. Da wir aber sowieso alle unser Smartphone schon in der Tasche haben, würde das theoretisch auch einen WLAN-Hotspot aufmachen können. Wobei natürlich dann die Frage ist, braucht man das? Braucht man tatsächlich so eine Kamera, die fast alle Funktionen eines Smartphones erfüllt, außer eben das Telefonieren? Und wäre es nicht genau andersherum besser, dass wir in unsere Smartphones einfach bessere Kameras einbauen? Und dieser Trend, den hat man ja schon gesehen, dass immer bessere Kameras in Smartphones reinkommen und dass man mit heutzutage ja einem, sagen wir mal, Mittelklasse-Smartphone doch durchaus sehr, sehr gute Fotos schießen kann. Natürlich nicht vergleichbar mit so einer Kamera, aber vergleichbar mit Kompaktkameras durchaus schon. Und deshalb würde ich eher sagen, okay, das könnte sich eventuell für einige Leute lohnen, die sie eben das leisten können. Andere werden dann vermehrt wahrscheinlich dann doch mit dem Smartphone dann Fotos machen, wenn halt eben das Smartphone gute Bildqualität liefert. Ist natürlich klar, wenn man ein älteres Smartphone hat, was schlechte Bildqualität hat, holt man sich eventuell so eine Kamera, die dann halt eben ähnlich bedient werden kann wie das Smartphone, aber viel bessere Bildqualität liefert. Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ist natürlich eine schöne Technik, ist gut, dass man das entwickelt. Einen wirklichen Zukunftsmarkt sehe ich da nicht so sehr, wobei ich natürlich auch nicht sehe, dass die Kameras aussterben werden. Ich sehe aber noch nicht den Trend dahin, dass alle Kameras jetzt quasi so ein Smartphone OS, ein richtiges Betriebssystem quasi ausliefern werden, weil es ist ja schon ganz schön teuer, so ein Touchscreen draufzupacken und eine ordentliche Software draufzupacken. Naja, wollen wir mal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Zum nächsten Thema. Das fand ich recht interessant. Das war auch auf der letzten IFA schon vorgestellt worden und hat diesmal auch den Gründerwettbewerbspreis des Bundeswirtschaftsministeriums gewonnen und wurde ausgezeichnet. Das ist so ein kleiner grüner Ball, auf dem, wenn wir es mal größer machen, da sieht man es, sind so ein paar Löcher und in den Löchern, da erkennt man dann so ein paar Kameralinsen. Das heißt, und man sieht mehrere Löcher hier, vor allem mit mehreren Kameralinsen. Das heißt, man kann das eigentlich wie so ein Fußball einmal gegenkicken, so hoch wie es geht, und dann werden innerhalb von so und so vielen Sekunden oder sowas Fotos gemacht von allen
Seiten, von allen Ecken, wo halt eben so eine Kamera eingebaut ist. Und aus dieser ganzen Fotos, aus dieser Fotoserie im Grunde genommen, lässt sich dann ein Panoramabild, ein 360-Grad-Bild erzeugen, das dann auch, ja, weil das ja auch hier nach unten geht und unten Löcher sind, dann im Grunde genommen ja ein Rundumbild eines Balles darstellt. Und das Ganze wurde jetzt ausgezeichnet, die 360-Grad-Panorama-Aufnahme mithilfe ja eines fußballähnlichen Balles und zu Recht, wie ich sagen würde, ob das Ganze dann irgendwann mal in Serienproduktion erscheinen wird und dann eventuell mal dann verkauft wird, das müssen wir mal schauen. Ich würde sowas sehr gerne bei zum Beispiel Fußballspielen sehen, wenn man es schaffen würde, dass man solche Kameras in normale Fußbälle einbaut. Das wäre zumindest eine sehr interessante Perspektive mal zu sehen, wenn ein Schütze mal ein Tor geschossen hat, das mal aus der Perspektive des Balles zu sehen und vielleicht nicht immer nur aus der Perspektive des Spielers, was ja schon sehr schwer anzufangen ist mit einer Kamera oder halt der Tele- oder TV-Perspektive seitlich oben zu sehen, sondern mal aus der Perspektive des Balles. Das wäre zumindest mal interessant, wie ich das jedenfalls sehe. 30.000 Euro haben sie da gewonnen mit auch. Also der Preis war eben mit 30.000 Euro dotiert und auf jeden Fall was Interessantes. Es gab natürlich noch einige andere, die hier mitgewonnen haben, beziehungsweise auch Geld und Prestige gewonnen haben. Dazu gehören zum Beispiel Lösungen für die Signalverarbeitung in der Automobilindustrie. Es wurde in Chemnitz entwickelt von der Firma Base Labs und ein Telefon für taubblinde Menschen, was auch natürlich auch interessant ist, weil das ist wirklich ein Gebiet, wo, glaube ich, sehr, sehr viel Aufholpotenzial noch besteht. Die neuen Smartphones gehen ja eher in Berührungssachen daher, aber vergessen dann natürlich auch so ein bisschen, dass Leute, die blind sind, eben so ein Touchscreen nicht berühren können, weil sie dann eigentlich gar nichts fühlen auf diesem Touchscreen. Und da macht es natürlich Sinn, dass man da eventuell auch in die Richtung mal ein bisschen was entwickelt. Ein Roboterbaukasten für Kinder wurde ausgezeichnet von der Firma Kinematics in Leipzig und eine 3D-Brille für virtuelle Welten. Das also hochinteressant. Halte ich zumindest immer gut, dass man wirklich die Sachen vielleicht ein bisschen was pusht, die ein bisschen was unbekannter sind, wo keine riesengroße Firma dahinter steckt, die aber trotzdem sehr, sehr wichtig sind, mal weiterzuentwickeln oder zumindest mal anzutesten. Was kann natürlich später immer eine Firma kommen und dann auf diesen Grundlagen aufbauen, ein eigenes gutes Produkt machen, hoffentlich dann auch mit der Firma zusammenarbeiten, die eben diese Grundlagenforschung betrieben hat. Und ja, gehen wir mal weiter zu einem weiteren Trend der IFA, nämlich 4K-Auflösungen. 4K-Auflösungen sollen jetzt tatsächlich auch auf den Fernseher kommen und es sollen die ersten Fernseher sich durchdrücken, im Grunde genommen in den Markt reinpushen, die halt eben diese vierfache Auflösung, die vierfache HD-Auflösung und die vierfache Full-HD-Auflösung können. Das wäre eine Auflösung von 3840 x 2160 Bildpunkten, das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon also eine ganze Menge. Und da gibt es halt eine ganze Menge Fernseher. LG zum Beispiel hat das hier vorgestellt, so ein 4K-Fernseher, der dann natürlich auch mit der speziellen HDMI-Version ausgestattet ist, damit halt eben dieses hoch auflösende Bild überhaupt dargestellt werden kann. Bisher gibt es aber, hier steht es auch, einzig Sonys PlayStation 3 kann über einen kleinen Trick 4K-Bilder zum Display schieben. Das heißt, es gibt jetzt eigentlich gar keine Möglichkeit, in einem normalen Consumer-Bereich jetzt Geräte zu kaufen, die halt eben diese 4K-Bilder irgendwie auf den Fernseher übertragen können. Deshalb ist das meiste, was man auf der IFA sieht, dann eben sind das halt Demos und da muss man halt eben warten auf Geräte, die das halt eben auch unterstützen, die halt eben eine Wiedergabe machen können, ansonsten lohnt sich das nicht. Aber zumindest, wenn ich mir einen neuen Fernseher kaufe, ich habe jetzt einen Full-HD-Fernseher, dann wird es wahrscheinlich auch ein 4K-Fernseher sein. Die werden dann sicherlich sich dann etablieren. Das ist jetzt noch die teure Variante davon. Ich glaube, auf der letztjährigen IFA gab es halt nur einen Fernseher oder ganz wenige nur. Jetzt hat man verbreitet, sieht man die in verbreiteter Form, billiger auch teilweise. Und teilweise sogar mit OLED-Funktionalität, so dass man keine Hintergrundbeleuchtung per LCD mehr hat oder wie beim LCD mehr hat, dadurch enorm Strom sparen kann.
So, das ist nicht der einzige 4K-Fernseher. Da hatte ich, glaube ich, noch irgendwo einen 4K-Fernseher irgendwo gebookmarkt. Kommen wir gleich zu. Macht ja nichts. Also es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge 4K-Fernseher. Nee, einen 8K-Fernseher sogar von Panasonic. Einen Plasma-Fernseher in dem Fall, der sogar die achtfache Auflösung kann. Also 7680 mal 4320 Pixel. Und das ist schon, also das ist Ultra-HD-TV, so nennt sich das. Oder Super-High-Vision, so wird das Ganze genannt. Und das ist wirklich schärfer als die Realität, ist dagegen ein Scherz, würde ich mal sagen, von einem berühmten Privatsender. Und natürlich kann der auch 4K, unterstützt auch 4K, aber halt 8K ist halt so das, was er tatsächlich unterstützt, und das ist wirklich ultra genial. Muss man sich natürlich vorstellen, wie groß werden die Displays eigentlich. Und da geht der Trend hin auch, dass man von den, sagen wir mal, eher, was jetzt so Standard ist, 32 Zoll, so doch eher wächst das anders aufs doppelt so viel, also auf 60 Zoll oder sowas. Und das ist schon deutlich zu spüren. Wollen wir mal schauen. Jetzt hat der hier 145 Zoll. Das ist natürlich ultra groß. Da kann man sich also so ein kleines Kino vielleicht in seiner Garage oder so aufbauen, wenn man denn möchte. Nun ja, das ist also der 8K-Fernseher. Gut, kommen wir zum nächsten. Wir wollen schön in der Reihe bleiben. Sonys Hybrid-Tablet Vaio Duo 11. Das wird einige Leute freuen, die eben diese Tablet/Notebooks im Grunde genommen nutzen. Da hat man es auch schon gesehen. Also es ist ein Tablet-Modus mit integriert, der halt aufgeslidet werden kann. Darunter befindet sich eben eine Tastatur. Erinnert so ein bisschen an meinen N900. Das hat auch darunter eine Tastatur. Hier ist der Klappmechanismus natürlich ein bisschen besser. Und da sieht man, läuft natürlich meistens jetzt Windows 8 drauf. Wird natürlich dann auch, wurde ja auch von Microsoft so promoted. Und diese Sony Vaio hat halt eben schon lange Tradition, dass sie halt solche Displays bietet. Neben dem Finger kann das Ganze auch mit dem Stift hier bedient werden. Der Stift unterstützt auch mehrere Druckpunkte, wie man hier sehen kann. Das ist also sehr, sehr schön gemacht, und zwei USB-Anschlüsse, HDMI-Anschluss, VGA-Anschluss, SD-Karten-Slot, Stromanschluss und eine Ethernet-Buchse gibt es ja auch. Sehr, sehr dünn das Teil natürlich. NFC beherrscht das Ganze auch noch, so dass ihr das Ganze eventuell mit eurem Smartphone dann benutzen könnt, um Dateien auszutauschen. Ein sehr, sehr schlankes, sehr, sehr gutes Notebook, das dann auch mit einem Intel Core i-Prozessor daherkommen wird, ein i3 oder ein i5, eventuell sogar ein i7, das weiß man noch nicht, aber i3 und i5 sind schon auf jeden Fall bestätigt. Und man sieht auch natürlich hier Handschriftenerkennung, also extra Software ist da natürlich auch mit dabei, damit das Ganze auch gut, relativ gut läuft. Und ein Touchpad fehlt allerdings, weil da hat man ja eigentlich ein Touchscreen für. Aus dem Grund ist halt eben hier auf der Tastatur, da sieht man es, ein Trackpoint mit integriert, linke, rechte Maustaste und ein Trackball, damit man eben die Maus auch steuern kann, wenn man vernünftige Desktop-Arbeiten machen möchte. Das interessant, das habe ich auch vermehrt gesehen. Das ist jetzt hier ein Windows-Modell mit einem klassischen x86-Prozessor. Es gibt aber auch einige Modelle, die halt eben mit Windows RT ausgeliefert werden, und dazu gibt es halt hier einen Bericht von Golem zum Beispiel, und die haben da auf der IFA halt eben vorgestellt Windows RT Tablets. Da gibt es eine ganze Menge, XPS 10 zum Beispiel, und viele verschiedene Tablets. Hier sieht man halt auch Tablets, die halt eben mit einem Deckel daherkommen, den man rausnehmen kann, und also beziehungsweise einem Display, das man rausnehmen kann, von der Tastatur trennen kann, was man an der Tastatur andocken kann. Also das Konzept, was Microsoft so ein bisschen vorgegeben hat mit einer andockbaren Tastatur, das setzt sich fort. Recht kurios ist dieses Dell XPS Duo. Das habe ich, glaube ich, noch irgendwo hier offen gehabt. Nun ja, dieses hat jetzt einen drehbaren Display, das ist ein drehbares Display, das heißt, man hat ein Notebook im Grunde genommen und kann, wenn man es zuklappt, das Display umdrehen, sodass man ein Tablet draus machen kann, was auch sehr, sehr lustig zu sein scheint. Ich halte das für ein Konzept, und ob sich das richtig durchsetzen wird, werden wir mal sehen. Also die Geräte, wo man eben Tastatur und Display voneinander trennen kann, halte ich dann doch schon ein bisschen für was flexibler. Wobei so eine echte Tastatur halt eben doch immer noch besser ist als so eine faltbare Tastatur, die Microsoft mit Surface vorgestellt hat.
Das sieht man auch bei Android, also nicht nur mit Windows 8 bestückte Geräte, sondern auch bei Android. Da sieht man jetzt, gibt es zum Beispiel von Arcos ein Gerät, das halt eben mit so einem kleinen Pin-Adapter eingesteckt wird in eine Tastatur und dann auch mit dem Android-System als Tastatursystem genutzt werden kann. Gut, kommen wir zu Smartphones. Da gab es auch was Interessantes. Da gibt es eine neue Firma, die nennt sich Thomson. Die will jetzt Dual-Android-SIM-Smartphones vorstellen. Und zwar Dual-Android-SIM-Smartphones, die eben die Dual-SIM unterstützen, also beide SIM-Karten im Netz sich anmelden können zu unterschiedlichen Netzbetreibern, so dass man eben, wenn man einen Anruf bekommt auf eine SIM-Karte, das eben am Handy entgegennehmen kann, so wie auch auf der anderen. Das klappt also auch wunderbar. Wird es mehrere Modelle von geben? Da sieht man es hier, XView, also werden die heißen, XView 2, 3, 3, 5, 4 und 4, 5, die sich dann mit technischen Daten so ein bisschen unterscheiden werden. Ich glaube, die Mindestauflösung ist 800x480, 5 Zoll ist das größte Gerät, WLAN N mit HSDPA ist integriert, 5 Megapixel Kamera, XView 2 kommt mit einem Single-Core 1 GHz Cortex A9 daher, das XView 3 ebenfalls, jedoch mit einem stärkeren Akku. Ne, mit einem etwas kleineren Akku, so wie ich gerade lese. Soll aber dafür etwas dünner sein. Alle Geräte kommen mit nur 512 MB RAM daher. Ein bisschen was schmal, würde ich sagen. Also für ein neues Gerät hätte man schon 1 GB reinpacken können. Gerade wenn man sich den Preis anschaut, über 300 Euro. Das ist schon happig. Dann nur 512 MB RAM, das ist schon ein bisschen was wenig. Ansonsten gibt es natürlich auch auch, glaube ich, Dual-Core. Es steht da nur was von Single-Core. Und halt die neueste Android-Version wird auch mit drauf laufen. Und da gibt es hier zum Beispiel das X-Link 4, kostet 190 Euro, soll dann etwas schwächeren Akku haben. Also zumindest für die Leute, die halt eben, also X-View und X-Link, ich habe mich gerade eben vertan, X-Link, so heißen die etwas billigeren Geräte, und X-View die etwas hochwertigeren Geräte, die natürlich dann etwas teurer sind. Von Thomson, eine komplett neue Firma, was habe ich das erste Mal von denen gehört, könnte also für die Leute interessant sein, die Geschäft und Privatleben so ein bisschen auf einem Smartphone vereinen wollen. Dann gab es auch ja einen Hybrid zwischen Smartphone und Tablet, das 5 Zoll Galaxy Note 2, das wurde vorgestellt. Der Vorgänger war ja auch gerade mal 5 Zoll groß, glaube ich, und hat dann auch für Furore ein bisschen gesorgt. Das Ganze, weil man eher gedacht hat, ja, Stiftbedienung und so großes Display, das eignet sich ja nicht so richtig, aber es hat sich doch ein bisschen durchgesetzt, auch durch die technischen Daten, die ja durchaus nicht schlecht waren. Und hier gibt es halt eben 5,55 Zoll großes Display bei dem Galaxy Note 2. Und sieht halt so ein bisschen aus wie ein aufgeblasenes Galaxy S3, steht auch hier im Heise-Artikel. Man kann da kurz mal reinschauen, wie das Ganze denn aussieht. Und da sieht man halt eben, wenn man den Stift rauszieht, öffnet sich eine spezielle Oberfläche, die einem eben erlaubt, bestimmte Programme zu starten, die halt eben mit dem Stift arbeiten können, Stiftunterstützung haben, wie zum Beispiel hier so eine Notizen-Applikation, die auch die Drücke des Stiftes oder den Druck des Stiftes sehr, sehr fein auch erkennen kann. Außerdem wird der Stift jetzt auch schon erkannt, wenn man über dem Display schwebt, dann werden Tooltips angezeigt, wie eben beim Computer, wenn man mit der Maus kurz irgendwo drüber ist. Bleibt aber dabei, dass der Stift halt eben nur in speziellen Anwendungen tatsächlich auch vernünftig funktioniert, ansonsten nicht genutzt werden kann oder nicht so gut genutzt werden kann, außer als Mausersatz. Das also zum Galaxy Note 2. Da gibt es natürlich auch Sachen Softwareverbesserungen hier und da. Eine neue Android-Version, die da drunter steckt, auch interessant. Dann gibt es jetzt auch noch, das wollte ich eigentlich zum Schluss machen, Apple News, aber es gibt was Interessantes, nämlich künstliche Motorengeräusche für Elektroautos. Ihr habt es vielleicht gehört, in Deutschland soll es demnächst immer mehr verstärkt auch von der Bundesregierung subventionierte Elektroautos geben oder zumindest geförderte Elektroautos geben. Die haben aber ein Problem. Anders als die jetzigen Autos, die wir haben, die man ja meistens auch schon von ein paar hundert Metern auch schon hören kann, wenn da eins kommt, gerade glaube ich auch für blinde Leute, die über die Straße irgendwie wollen, wo keine Ampel ist für Gehörlose oder sowas, da macht es Sinn, dass man Autos hört eventuell mal.
Aber bei den Elektroautos ist es halt so, die fahren so leise, die hört man einfach nicht. Aber das macht ja schon bei normalen, irgendwie bei normalen Autos, die da so rumfahren und bei normalen Menschen, sagen wir mal, die keine Behinderung haben, macht das schon, oder die normal hören, macht das schon irgendwie ein seltsames Gefühl, wenn ein Auto komplett leise da irgendwie vorbei rauscht. Und kann natürlich auch dazu führen, dass man eventuell einen Unfall verstrickt wird oder sowas, wenn man das Auto nicht kommen gehört hat und dachte, man kann so über die Straße. Man sollte zwar immer gucken, aber es gibt halt vermehrt auch Leute, die nicht immer sich an die Regel halten. Jedenfalls ist das Ganze jetzt auch in so einem kleinen Chip, wie man es hier sehen kann, möglich, eben das Motorengeräusch zu simulieren. Das Ganze soll dann eben für Elektroautos konzipiert sein und dann bei denen verkauft werden, so dass man halt eben diese Motorengeräusche so ein bisschen zumindest nachmachen kann, ohne den Nachteil eines normalen Ottomotors irgendwie zu haben, was Rauchentwicklung oder sowas angeht. Man soll das Ganze dann sicherlich auch steuern können, wie laut das Ganze dann sein soll, und das ist auf jeden Fall interessant, dass sowas auch entwickelt wird. Hat mich eigentlich gewundert, dass da keiner vorher drauf gekommen ist, also eine Firma da eventuell sogar schon Sounds oder so verkauft hat, so Ferrari-Sounds kann man dann drauf spielen, beispielsweise für seinen Golf oder sowas oder sein Golf-ähnliches Elektroauto. Das ist also alles dann sicherlich möglich. Mit Software-Updates kann man sich dann sein Traumauto-Sound auf sein Elektroauto drauf montieren. Dann kommen wir auch zu einer interessanten Sache. Es wurden natürlich auch in Sachen für Mac-Sachen wurden auch Sachen vorgestellt oder für die iPad-Generation. Und da gab es interessanterweise auch, der Trend wurde fortgeführt mit Tastaturen andocken. Denn es gab eine leuchtende Tastatur, die man auch an ein iPad andocken kann, was man hier jetzt sehen kann. Die ZackSky Pro-Tastatur von Zack. Und die leuchtet halt in der Nacht oder die leuchtet, wenn man es möchte, wenn man sie anmachen möchte. Und man sieht so auch so 45 Grad ungefähr steckt das iPad da jetzt drin. Und gibt es noch mehr Bilder? Es gibt nur ein Bild. Und da kann man sich auf jeden Fall dann auch die Geschmacksrichtung aussuchen, also in welcher Farbe das Ganze leuchten soll. RGB-LEDs werden da verwendet. Und das Ganze ist geplant, schon für den September 2012, also soll jetzt in diesem Monat noch rauskommen für 130 US-Dollar, wahrscheinlich bei uns auch so 120 Euro vielleicht, 119 Euro. Da kann man sich das Ganze holen. Es dient gleichzeitig auch als Hülle. Man kann es also auch umklappen, so wie ich es hier sehe. Es sind abgerundete Ecken und sowas. Und dann kann man das Ganze versenken, das Display, das so, dass es geschützt ist. Oder sogar andersrum stecken, so dass man halt die Tastatur verstecken kann. Ähnlich wie wir es bei den anderen Geräten gerade eben gesehen haben. Dann noch ein neuer Trend, Acer mit einem ganz, ganz dünnen Laptop. Ultrabooks, die sind natürlich noch nicht ausgestorben, aber ich habe ja wenig gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja eher so gehofft, dass die sich irgendwo durchsetzen, aber auf der IFA, der diesjährigen zumindest, kann man da nur relativ wenig von Ultrabooks sehen. Und eines dieser Ultrabooks ist zum Beispiel dieses 13 Zoll Acer Notebook oder Ultrabook, und da kann man wirklich nicht von reden, dass das jetzt hier Apple abgeschaut hat. Da sieht man schon an der Tastatur, das ist ein bisschen was anders aufgebaut und es ist ultra dünn, da hat man ein Euro-Stück mal entgegengelegt. Aber es hat immer noch den Nachteil, den ich immer wieder bemängelt habe, hier nur zwei USB-Anschlüsse, hoffentlich USB 3.0-Anschlüsse. Und auf der linken Seite nur ein Stromanschluss. Und was ist das da? Vielleicht ein HDMI, Mini-HDMI, genau, da steht es HDMI-Kopfhöreranschluss, und das war's auch schon. Ich glaube, mehr ist da nicht zu finden. Also hier sieht man es nochmal, HDMI, ein Anschaltknopf sogar extra an der Seite festgemacht, weil es so ultra dünn ist. Und an der anderen Seite halt zwei USB 3-Anschlüsse und noch ein SD-Karten-Slot. Also den hat man auch nochmal reingeklappt. Aber na gut, bei dieser Dünne kann ich mir schon vorstellen, dass das dann doch schon problematisch wird, dann noch weitere Anschlüsse dran zu machen. Aber der Trend, also hin in Richtung ja Tablet und dann gleichzeitig auch Notebook, ist deutlich zu erkennen. Das ist halt ein Heimspiel für Microsoft, die natürlich dann ihre Plattform und ihr Konzept mit Microsoft Surface und den Tablets dort vorstellen konnte. Und das hat sich ja, so wie es aussieht, zumindest durchgesetzt, zumindest was die Industrie angeht. Die setzt da eben volle Kanne drauf. Sieht man auch, die Lüfter, die gehen nach hinten weg. Hier, damit das Ganze natürlich ultra gekühlt bleibt, kommt natürlich dann auch wieder mit einem Intel Core i-Prozessor daher, der normalerweise in den Ultrabooks drinsteckt, soll eine Laufzeit von 12 Stunden haben, aber das 13 Modell 9 Stunden und das 11er Modell dann wahrscheinlich 9 Stunden für das 11 Zoll Modell und 13 Stunden für das 12 Stunden für das 13 Zoll Modell, so rum. Und
Auf dem Datenblatt allerdings bei der IFA stand eben nur 6 Stunden und ein bisschen was weniger als halt eben das, was in der Pressemitteilung gesagt worden ist. Der Preis, ja, 1000, also zwischen 1000 und 1500 Euro. Naja, eventuell geht das noch ein bisschen billiger. Core i5 mit einem 4 GB großen Arbeitsspeicher und einer 650 GB SSD, das geht sicherlich auch noch ein bisschen was billiger, könnte ich mir durchaus vorstellen. Also Ultrabooks sind noch nicht tot, aber werden zumindest jetzt angegriffen von eben den portablen Tablets / Notebooks / Tablets. Hier sehen wir auch so ein auf Windows 8 ausgeschneidert oder ja quasi vorwiegend aufgebautes Tablet Slider Ultrabook, das im Grunde genommen wie ein Slider, wie ein N900, was ich hier habe zum Beispiel, aufgeslidet wird. 12,5 Zoll, 1,5 Kilogramm groß, schwer und 12,5 Zoll groß. Das Toshiba U920T, ein Convertible, so heißt die. Ich habe die ganze Zeit nach dem Wort gesucht. Convertibles, so heißen die, so heißt diese Geräteklasse von eben Tablets, die halt eben mit Tastatur ausgestattet werden können. Ein festes Scharnier sorgt eben dafür, dass man eben das Ganze halt wie ein Notebook aufklappen kann, also aufschieben kann, dann aufklappen kann oder das Ganze natürlich auch wieder rückgängig machen kann und dann wieder halt zusammenklappen kann. Das Readway auch wieder so ein 45-Grad-Winkel aus. Ein Touchpad ist dabei, die Tastatur ist etwas dünner gehalten. Ich habe natürlich immer so den Verdacht, wenn man die Tastatur ultra dünn behält, wie hält denn das Teil eigentlich bei etwas mehr Belastungen? Bei einem Notebook ist es ja so, dass die Technik einfach in der Tastatur drin steckt und dass es dann, ja, sagen wir mal, etwas einfacher ist, das Gleichgewicht zu halten. Aber wenn die ganze Technik im Displaydeckel steckt, kann es natürlich sein, dass das ganze Ding umkippt. Deshalb ist natürlich der Nachteil, man kann dieses Display immer nur fest einstellen, weil wenn man es ein bisschen was weiter kippen möchte, dann würde wahrscheinlich das ganze Gerät umkippen. Deshalb sind sie nicht verstellbar. Das ist ein bisschen blöd gemacht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Zumindest wenn man halt von normalen Notebook ausgeht. Und da ist natürlich jetzt die Frage, macht es vielleicht nicht Sinn, eventuell dann doch, wenn man schon Geräte baut, wo Tastatur und, sagen wir mal, die Tablet-Oberfläche fest miteinander verbaut sind, also die man nicht abnehmen kann, wo man das Display nicht einfach mitnehmen kann, macht es da vielleicht nicht Sinn, dann doch die Technik mehr und mehr halt in den Unterbau zu verlagern. Hier sehen wir zwar einen Anschluss für USB 3.0 und einen HDMI-Anschluss, aber ich glaube, die Technik steckt doch hier in dem Display drin, wobei ich mir nicht sicher bin, da sieht man auch, wie das Ganze hier dann doch relativ robust mit 2 Scharnieren gehalten wird. Und wie man das dann halt auch einklappen kann. So sieht es dann im eingeklappten Zustand, wenn man es runterschieben möchte, dann aus. Und so sieht es dann halt aus, wenn man es im Tablet-Modus hat. Also können wir durchaus vorstellen, dass das dann sich durchaus durchsetzen wird. Müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Gut, einen Vertreter haben wir natürlich nicht gesehen, das war Apple. Apple hat angekündigt zum 12. September, das ist ja jetzt bald, dann ein Special Event zu halten. It's almost there, heißt das Ganze. Und da will man neue Produkte vorstellen und vermutlich auch das iPhone 5 vorstellen und eventuell sogar iOS 6 vorstellen. Also so pünktlich zum IFA-Ende, würde ich mal sagen, kommt dann auch Apple daher, so wie auch schon letztes Jahr, und stellt dann ihre Produkte vor. Ganz gespannt bin ich gespannt. Das ist auch eine hervorragende Satzzusammenstellung. Also ich bin sehr gespannt auf eine neue Version von Siri, so wie es hier auch steht, und auf die Karten-App, die Apple ja jetzt eigenständig entwickeln möchte, wo sie nicht mehr auf Google setzen. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird, zumindest was das angeht. Und natürlich iPhone 5, wird es eine Revolution? Gelingt Apple es weiterhin als, sagen wir mal, Marktführer wieder Samsung so ein bisschen das Wasser abzugrasen? Also nicht nur gerichtlich, sondern auch mit in Sachen Produkte und Innovationen, wäre vielleicht mal interessant. Und oder ist es halt eben, weil es jetzt das erste iPhone sein wird, zumindest, also das Paradeprodukt, glaube ich, für Apple, was unter Tim Cooks Herrschaft oder Tim Cooks Regie dann tatsächlich dann auf den Markt kommen wird.
Wollen wir mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Am 12. September sind wir dann klüger. Werde ich sicherlich auch dann mal kurz einen Bericht in der TechView Podcast Folge dann machen. So, das war's für den kleinen IFA-Bericht. Ich habe eine ganze Menge gequatscht. Wahrscheinlich am Ende ein bisschen was zu viel. Ihr seht, bis zum 5.9. geht die IFA. Das ist nicht mehr lange. Und wenn ihr da euch noch was umschauen wollt, dann könnt ihr natürlich hier immer noch Tickets, glaube ich, bekommen und euch dann mal anschauen, wie das Ganze denn aussieht auf der IFA. Und ansonsten, ich halte es immer noch nicht für sonderlich wünschenswert oder nicht sonderlich spannend, dahin zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man das meiste eben vom letzten Jahr schon her kennt. Und dann sind halt nur Produktupdates da, die man sowieso hier aus dem Internet, aus dem Netz dann ziehen kann meistens. Da ist nichts großartig Innovatives drin, wo man es wirklich mit eigenen Augen sehen oder erleben möchte. Und das ist halt das, was so ein bisschen nervig ist an solchen solchen Messen, die dann ja jährlich im Grunde genommen stattfinden und wenig dann Neues zu bieten haben. Jetzt war natürlich der große Trend eben das mit diesen Convertibles. Das könnte sich, ich würde sagen, das wird sich im nächsten Jahr nicht sonderlich anders ändern. Man wird mehr 4K-Displays sehen, man wird mehr 4K-Fernseher sehen, die dann vor allen Dingen dann auch mehr in untere Preissegmente reinrutschen werden. Man wird mehr Internet und Fernsehen miteinander verschmelzen sehen und man wird mehr Convertibles sehen. Eventuell wird man auch Ultrabook sehen oder eine Kombination aus Convertible und Ultrabook eventuell, also mit zwei Hardware-Komponenten eventuell, also ein Tablet, was man eigenständig nehmen kann, was mit dem ARM-System läuft und eventuell ein x86-System, was halt eben in der Tastatur drin steckt, was man da nutzen kann, wo man ja auch schon, das ist auch nichts Neues, haben wir auch schon gesehen. Also irgendwie so richtig Revolutionäres wird man auf der IFA auch nächstes Jahr mit Sicherheit nicht sehen. Ja, das war's zu meinem kleinen IFA-Bericht. Das war's mal wieder für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Show.